geht ab, Raffaelos? Respekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir letztens unter dem Marshmallow-Video Kommentare durchgelesen und analysiert. Und da waren einige Kommentare wie: Jo, du Bruder, mach mal den größten Lolli der Welt. Okay, es waren nicht nur ein paar, es waren sehr viele. War gut. Daraufhin, Leute, habe ich gehandelt und... Tschüss. Und hab euch gesagt im letzten Video, Leute, wenn wir die 20.000 Likes schaffen, mache ich das sehr gerne. Schaffen wir die 20.000 Likes auf dieses Video und dann mache ich einen riesigen Lutscher. Ja, haben wir am zweiten Tag schon geknackt. Jetzt habe ich den Salat. Kacke. Deswegen mache ich jetzt eine phänomenale Übergangsleitung und lutsch jetzt. Geh doch auf, Alter. Deswegen lutsche ich als Übergang jetzt einen Lutscher der normalen Größe. Also ihr merkt schon, heute geht es um einen riesigen Lutscher. Nein, nicht um mich, um einen echten Lutscher. Alter, war der schlecht. Das Ganze werden wir aber extrem heute machen. Wir werden nämlich tatsächlich den größten Lutscher machen, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, der Inhalt ist rübergekommen, den ich euch vermitteln wollte. Es wird wieder verrückt, es wird wieder crazy, es wird wieder phänomenal. Ah, Digga! Leute, ich hab Bock! Es wird ein fettes Ding, das könnt ihr mir glauben. Lutsch, lutsch, let's go! Mann, ich will, wie so Fernsehmoderatoren, will ich auch ein cooles Intro haben. Die haben auch immer coole Sprüche auf Lager. Lutsch, lutsch, let's go to the next lutsch! Ich glaube, ich hab mir Splitter reingehauen. Ich hab mir einen Splitter reingehauen. So, Kinder, seid ihr bereit für den größten Lutscher? Ja! Ich kann euch nicht hören! Okay, dann. Let's go! So, für den extrem monströsen Zuckerbolzen brauchen wir ziemlich viele Pimmel. Nein. So, das. Jetzt klingelt mein Handy. Kann man nicht in Ruhe mal so eine Audiospur aufnehmen? Ich glaube, ich kack ab. Ich wollte sagen, nein, das steht nicht auf meinem Rezept. Schön. Also, wir brauchen ein paar Kilo Zucker, 750 Gramm Glukosesirup, Lebensmittelfarbe, Latex-Kuchenform, 1,2 Liter H2O und ein Besen, um den ganzen Scheiß hier wieder aufzuräumen. Nein, ernsthaft, den brauchen wir jetzt wirklich. Snitcht euch den deliziösen Besenstiel und gönnt euch ein bisschen Holzspäne. Und schon habt ihr euch den Lutschstiel geknabbert. Wenn euch der Geschmack von Holz nicht so taugt, könnt ihr natürlich das Ding auch einfach durchsägen. Ihr geschmacklosen Pappnasen. Jetzt pfeffert ihr eure Latexkuchenform und den Stock her. Hier habe ich noch ein Loch reingeschnöselt, um den Stab da reinzupfropfen. Schaut mal, da passt mein Finger durch. Uiuiuiui. Okay, Konzentration. Stöpselt den Stab in die Latexkuchenform. Anschließend brauchen wir erstmal ein bisschen Feuer. Und einen Topf. Und 3 Kilo knusprigen Zucker. Ein paar Ladungen Glukosesirup. Das Zeug klebt, als hättet ihr eine Schnecke auf die Hand gekackt. Ernsthaft, das bappt wie Sau. Wasser reinkluckern. Umrühren. Stampfen. Umrühren. Glukosereste vom Topfrand entfernen. Kochen. Wenn die Brühe 140 Grad... Wenn die Brühe 140 Grad heiß ist, pulvert ihr etwas Lebensmittelfarbe rein. Umrühren! Das Ganze muss jetzt so lange kochen, bis es die 156 Grad Celsius erreicht. In der Zeit wird die Lolli-Konstruktion ready gemacht. Zum Schluss noch vorsichtig die Flüssigkeit in die Form kippen und ein paar Stunden ziehen lassen. Fertig! Hallo! Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, es ist nicht so schlecht geworden. Er fühlt sich sehr hart an. Ich fühle mich wie so ein Ampelmännchen. Kennt ihr diese Polizisten, die den Straßenverkehr so ordnen? Halt, stopp! Oh shit, Leute. Ich glaube, es hat geklappt. Ist ja für mich auch immer wieder ein spezielles Erlebnis, ne? Ist ja kein Alltag für mich. Also ich bin persönlich glücklich, dass es so aussieht. Okay. Aber das sieht echt voll geil aus. Kann man den anfassen? Shit! Ich freue mich so. Das Ding, alles klar? Das Ding hat jetzt mehrere Stunden, ich will nicht sogar sagen, mehr als eine Nacht geruht. Also ich bin mega gespannt. Das Problem, vor dem wir jetzt stehen, meine lieben Damen und Herren, ist, ich habe da ein Loch reingepopelt. Das Ding ist, ich krieg den Stock jetzt nicht mehr raus mit dem Klotz hier. Das heißt, ich muss aufschneiden. Ist eine riskante Operation? Bin ich drauf? Ja. Schön. So. Das ist ja ein Dicker. Oh. So, lieber Patient. Ich hab gehört, Sie wollen eine Operation? Ein Nabelschnitt? Tut das weh? Ja, ich würde entlang des Lexus schneiden. Es ist immer ein bisschen riskant, ne? Also, schneidet man richtig, schneidet man falsch. Man, da hängen immerhin Lutscherleben von ab, ne? Ich versuche jetzt hier leicht aufzuschneiden. Ich muss aufpassen, dass ich hier keinen Ritz reinmache. Weil direkt am Stiel, das ist die Stabilisationspunktur. Das heißt, wenn da eine Beschädigung ist, bricht es schnell ab. Alter. What?
Was? Meine Nase läuft. Kurze Unterbrechung, geht gar nicht. Weiter. Okay, ich versuche jetzt vorsichtig hier außen rum zu schneiden, damit ich den jetzt hier nicht irgendwie frei reißen muss. Dann muss ich ihn einfach nur rausheben quasi. Ohne Scheiß. Das sieht schon verdammt gut aus. Der ist vor allem auch mega dick geworden. Ich messe, Alter, ich wieg den jetzt gleich mal. Okay. Schön. Der Moment der Wahrheit ist gekommen, Leute. Oh mein Gott. Alter, nicht dein Ernst. Alter, was? Ich hab noch nie so einen großen Lutscher gesehen. Ich hab einfach einen riesen Mega-Lutscher gemacht. Gebt euch das mal. Wie kannst du Leute erschlagen? Gut, immer positiv denken, ja. Ist genießbar. So, ich mache jetzt gleich nochmal einen richtigen Geschmackstest. Davor aber nochmal ein kleiner Größenvergleich. Gebt euch den fetten Lutscher hier, mein Lutscher. Gebt euch den handelsüblichen Lutscher. Ey, wie süß ist das denn? Gebt euch den Vergleich einfach. Der passt da tausendmal rein. Wenn er mir jetzt hinfällt, ist Weltuntergang, ne? Alter, ich komm da nicht drauf klar, Mann. Ist der durchsichtig? Bisschen, ja. Schon, ne? Geil! Ich hab einen Riesenlutscher! Das Ding wiegt einfach 3,7 Kilo, das sind fast 4 Kilogramm. Mathe, Genie. Hey, 3,7 Kilo! So viel wiegt ein Lastwagen! Also ein Spielzeuglastwagen, aber ich hab einfach mal so einen 4-Kilo-Lutscher. Ey, wie krass ist das denn, Mann? Habt ihr sowas schon mal gehört? Hörst du das? Alter. What? Wie geil! Hey, gebt euch das Teil, Mann! Okay, dann Geschmacksvergleich. Willst du mal aufmachen? Ich kann das nicht. Das wird so nichts. Okay, ich mach so einen Geschmackstest. Ich kacke. Normaler Lutscher. Schmeckt nicht. Null Geschmack? Schmeckt nach fast. Ich würde schon sagen, schmeckt fast nach Plastik. Mein Lutscher. Alter, schmeckt das geil. Wie es aussieht. Der ist geil, der Lutscher! Ich finde den richtig klasse! Er schmeckt super! Was wird denn der so aggressiv plötzlich? I now pronounce you man and wife. Well done. You may now kiss the bride. Nice one. Nice. Ja, Leute, das war doch ein Spaß. Aber irgendwann ist auch mal Schluss. Ich finde, das ist für heute genug Spaß. Ich war mit was Repassiertes! Hey, was haben wir hier? Ich habe einen Lutscher. Mein Lutscher ist kaputt! Mein Lutscher! Ist doch Kacke! Nächstes! Nächstes! Schön! Dieses Jahr gibt's kein Weihnachten mehr! Geht's euch gut? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Der Scheiß überlebt ein Haus, der Scheiß überlebt einen Weihnachtsmann, der Scheiß überlebt eine Dose. Aber beim kleinen Lutscher macht das Kack hier schlapp. Was ist das denn für eine Welt hier? Eine Ungerechtigkeit. Noch ein Stück Weihnachtsmann dabei. Jo Leute, ich würde sagen, ich lasse das jetzt hier gut ruhen, sonst zerstöre ich noch mehr Dinge und das ist nicht gesund. Auf biologischer Weise ist das auch bewiesen, Dinge zu zerstören. Ist nicht gut, außer es macht Spaß. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das jetzt natürlich kostenlos machen. Das geht alles auf diesem roten Button. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr wisst Bescheid, was jetzt zu tun ist. Ein Daumen nach oben oder zwei oder drei. Ich würde mich auch über 4 freuen. Also, zeigt euren Freunden, teilt es und gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von sowas wollt, ich habe noch andere extreme Sachen vor, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes machen soll. Ich will nicht lügen, aber bei... Wir haben letztens über 20.000 Likes geschafft. Bei... 25.000 Likes! Mache ich das nächste verrückte Ding. Komm rauf bei Halo Power und wir schaffen das. Und ich würde sagen... Oh, habe ich da Blut? Oh, nee, ist ein Lutscher. Und ich würde sagen, wir sehen uns sehr bald schon wieder. Heute ist Sonntag. Also, Donnerstag. Wir sehen uns am Donnerstag.
Es wird verrückt. Genieß euer Leben. Tschö.